Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Fabiansteich und ich bin nicht in Deutschland, aber fast. Also die Grenze geht gerade da hinten oben am Wald entlang und ich sehe das Schweizer Kreuz. Also dann wissen Sie auch, wo ich bin und ich sage, ich habe heute die Tortur mit dem Schweizer Zoll gehabt. Nicht mit dem Schweizer Zoll. Ich habe Fische dabei gehabt, dann bin ich über die Grenze in die Schweiz rein, habe alles verzollt, hatte nichts mehr, habe alles abgegeben am Zoll und dann hat mich mein Navi geführt und hierher und plötzlich stand ich wieder an einem Grenzübergang Deutsch-Schweiz. Ich hätte erst nochmal 10 Kilometer durch Deutschland fahren müssen, hätte dann wieder, also Schweiz-Deutscher Zoll und dann wieder Deutsch-Schweizer Zoll. Dann stehe ich da und sage, Entschuldigung, ich habe gerade in Schaffhausen habe ich Fische verzollt, wie komme ich jetzt hier weiter? Sagen die, ja, dann machen Sie Durchgangspapiere bei den Deutschen. Dann bin ich da rein und sage, ich brauche Durchgangspapiere. Ich habe aber keine Papiere mehr, die habe ich ja alle abgegeben. Dann sagen die, dann können wir für Sie nichts tun. Dann musste ich eine Stunde Umweg fahren und mein Navi wollte mich immer permanent wieder über die deutsche Seite führen. Ich bin fast verrückt geworden, jetzt bin ich da, dem Fisch geht's gut, alles perfekt. Der Teich, 35.000 Liter, 2016 gebaut und weil man es richtig machen hat wollen, hat man sich den Teich planen lassen. So, und dann hat man 1.000 Franken, da kriegt man schon richtig viel, nein, in der Schweiz kriegt man da eigentlich gar nichts dafür, aber in Deutschland würde man umgerechnet in Euro, würde man richtig viel für 900 Euro bekommen. Und dann hat man einen Strömungsplan machen lassen. Und Fabian hat gerade selber gesagt, ja, das war wahrscheinlich nicht ganz das Gelbe vom Ei, man musste dann ein bisschen nachbessern, weil Sie müssen sich vorstellen, ein Einlauf geht hier, da hinten aufs Eck und von da hinten kommt ein anderer Einlauf, der kommt dann hier. Also Einlauf, Einlauf, Doppelteinlauf und die arbeiten gegeneinander, das hat nicht funktioniert. Und das hat man jetzt abgeändert so, dass man hier jetzt einen Winkel drauf gemacht hat, dass der Teich schön rotiert. Zwei Bodenabläufe, ein Skimmer und das würde ich sagen, ist für 35.000 Liter ausreichend. Aber dann, und da ist jetzt wieder die Krux, warum versucht man immer wieder das Kamel durch das sprichwörtliche Nadelöhr zu treiben, dann hat man 250er Rückleitung. Und jeder, der sich ein bisschen mit Strömungslehre auskennt, der weiß, wenn ich einigermaßen energieeffizient unterwegs sein möchte, dann kriege ich durch eine 50er Rohrleitung, maximal 7, 8, vielleicht 9.000 Liter. Natürlich kann ich auch 20.000 Liter durchhauen, aber dann brauche ich so viel Energie, dann muss ich einen so hohen Druck aufbauen, dass es dann schon gar keinen Spaß mehr macht. Also mit 250er Rückleitung ist es wirklich schwierig, den Teich einmal pro Stunde auszutauschen und das ist heute auch nicht der Fall. Am Anfang war eine 80 Watt UV-Lampe drin und Amalgam im Trommelfilter von Inazuma. Und Fabian hat gesagt, aber das hat nicht ausgereicht. Ja, so hat er in diesem Jahr angefangen und hat nicht angefangen, sondern hat dieses Jahr den Filter aufgepimpt, hat eine zweite 80 Watt UV-Lampe reingemacht, sodass er jetzt 160 Watt hat. Und jetzt sagt er, jetzt ist es deutlich besser. Und wenn Sie sich erinnern können, ich habe da immer so meine Faustformel 5, 6 Watt pro Kubikmeter, die anständig angeströmt, dann habe ich eigentlich mit der Algenblüte kein Thema mehr. Wenn wir jetzt 35.000, 180, 160 Watt durch 35.000, dann sind wir irgendwo bei 4, 5 Watt pro Kubikmeter. Und ich muss sagen, wenn man reinschaut, dem Normalen würde es wahrscheinlich nicht auffallen. Wenn Sie jeden Tag so viele Teiche sehen, nicht jeden Tag, aber jede Woche so viele Teiche sehen und die inspizieren, dann fällt Ihnen das schon auf, dass das Wasser immer noch so einen ganz leichten Grünstich hat, aber jetzt nicht so, dass es störend ist. Und ich muss auch sagen, der Teich hat ein schönes Wasser. Die Fische sind jetzt zwar unten, aber vorher, als ich kam und hier noch nicht rumgefuchtelt habe, sind die alle gekommen und sind rumgeschwommen. Alles fein. Es ist ein sehr langer Teich, ein sehr schmaler Teich. Und da kann ich Ihnen sagen, da ist es ohnehin von der Durchströmung so, dass es eher schwierig ist, jetzt ein vernünftiges Strömungskonzept hinzubekommen, wo man sagen kann, jetzt haben wir eine Kreisströmung und wir haben die optimale Anordnung der Bodenabläufe, sodass auch der Schmutz immer in die Bodenabläufe geht. Das ist fast ausgeschlossen. Aber, und das ist das Ärgerliche, gerade solche Teiche mit etwas verrückteren Formen, mit ungewöhnlichen Formen, langen Formen, da sollte man dann besonders darauf achten, dass der Teich mindestens einmal pro Stunde ausgetauscht wird und wenn nicht sogar ein halbmal pro Stunde, weil je mehr dann verwirbelt und Turbulenzen habt, desto größer ist dann auch nachher nach dem Chaosprinzip, dass der Schmutz irgendwann im Bodenablauf landet. Wir haben hier eine Flachwasserzone mit ca. 50 cm. Da geht es dann runter auf, habe ich gar nicht gefragt, 2 Meter? 1,70 geht es nach unten und unten hat Fabian gesagt, unten in der Kehle, dann da sammelt sich immer ein bisschen der Schmutz. Das ist aber auch ganz normal. Also das ist so ein kleiner Nachteil von der Flachwasserzone. Aber wer Flachwasserzone hat, der weiß, die Fische lieben es. Und wenn sie dann noch so ein Setup haben wie hier, dass die Flachwasserzone dann noch abgeschattet wird, dann können die Koi im Sommer richtig schön im warmen Wasser chillen, ohne dass sie sich in der Flachwasserzone dann auch noch die Sonne auf den Leib brennen lassen müssen. Also das ist schon alles sehr gut, sehr schön. Und jetzt schauen wir uns den mal an. Also das Wasser hat einen schönen Glanz. Sieht gut aus. Und vielleicht sehen Sie, es sind überwiegend
Konishi-Koi hier im Teich. Aber Sie sehen es wahrscheinlich auch, dass noch eine ganz leichte Algenblüte drin ist. Und das ist aber auch das, und wir haben es ja dieses Jahr öfters mal von Teichen mit Algen gehabt, das ist dann schon so, Sie können auch 1000 Watt UV-Leistung auf so einen Teich machen. Wenn da nicht genügend Wasser hingeht, wenn die nicht richtig angeströmt wird, die Lampe, dann hat man einfach nicht das zufriedenstellende Ergebnis. Vom Belüftungskonzept hat Fabian hier hinten seine Ausströmer alle liegen. Das ist aber auch jetzt wirklich schwierig, wie man es hier richtig macht. Wahrscheinlich würde ich hier in die Ecke gehen, würde noch eine Strömungsplatte reinmachen, weil hier ist, wie gesagt, auch noch eine, ich sehe es jetzt nicht, aber eine der Rückleitungen soll sich hier befinden. Und dann könnte man hier die Strömung nochmal anschucken nach da vorne und dann hätte man sicherlich zumindest eine bessere, wie ich vorher gesagt habe, eine bessere Gesamtdurchwirbelung und somit auch wahrscheinlich eine höhere Chance, dass der Schmutz relativ schnell zum Filter abtransportiert wird. Sehr gut gefällt mir die Steinumrandung, polygonal verlegte Platten, schön über den Teichrand. Sieht sehr hübsch aus. Jetzt ist nur schade, dass die Koi gerade alle unten sind. Also auch wieder eine sehr schöne Anlage, wo es aber auch leider nicht geklappt hat, die Filtertechnik und alles aufs erste Mal hinzubekommen. Obwohl der Teich erst vor 3 Jahren gebaut wurde, hätte man eigentlich meinen sollen, dass man da schon vielerorts so weit war, dass die Planungen dann so weit hieb- und stichfest sind. Aber das schauen wir uns jetzt im nächsten Blog an. Danke an Fabian, dass wir hier haben filmen dürfen. Wirklich netter, hübscher Teich, nicht zu groß, nicht zu klein und vor allem auch, was die Gesamtgrundstücksgröße angeht, dazu sehr schön passend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Blog und schauen Sie mal wieder rein. Ciao.